Heute soll es mal wieder um zwei meiner gelesenen Bücher gehen. Und zwar geht es heute um Alles oder Nichts und... Puh, wo ist das andere Buch hin? Und um Young Elites, die Gemeinschaft der Deutsche von Marie-Lou. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir als allererstes mal mit Alles oder Nichts von Simone Arnstedt. Das ist der dritte und letzte Teil der Only One Night-Reihe. Und in diesem Buch geht es um Tom Lexington und Ambra oder Ambra Winter. Und Tom kennen wir schon aus dem zweiten Teil. Am Ende vom zweiten ist mit ihm etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Und diese Geschichte hier setzt quasi ein paar Monate später wieder an. Tom hat immer noch mit dem Folgen dessen zu kämpfen, was da am Ende vom zweiten Teil passiert ist. Und versucht halt noch irgendwie wieder zurück ins Leben zu finden. Und hat sich in die Einsamkeit quasi von Schweden zurückgezogen. Er lebt in einer kleinen Stadt ziemlich weit oben im Norden. Und versucht dort seine Ex-Freundin wieder zu sich zu gewinnen. Dann gibt es in dieser Geschichte noch unsere Protagonistin Ambra und Ambra arbeitet als Journalistin für eine von Schwedens größten Zeitungen, das Aftonblad oder ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist Schwedisch, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Ambra für eine Story weit hoch in den Norden nach Schweden geschickt, nach Kiruna und das ist genau die gleiche Stadt, in der sich Tom aufhält. natürlich treffen die beiden dann aufeinander und die beiden verbringen dann quasi einen feuchtfröhlichen Abend zusammen und nach diesem Abend treffen die beiden immer wieder aufeinander und kommen sich natürlich auch immer ein Stückchen näher. Und auch die beiden es am Ende schaffen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen oder ob Tom vielleicht doch seine Ex-Freundin für sich zurückgewinnt und was das alles mit Ambras Vergangenheit zu tun hat, das ist es, worum es in Alles oder Nichts geht. Das war jetzt wirklich ganz, ganz grob der Inhalt von diesem Buch. Dieses Buch ist 700 Seiten dick. Natürlich passiert hier noch viel, 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 viel mehr. Aber das möchte ich euch einfach nicht verraten. Ansonsten kann ich zur Handlung nur sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr gut gefallen hat. Also die Geschichte hatte hier und da echt ihre Längen. Also es gab hier schon Passagen, da musste ich mich echt durchkämpfen beim Lesen. Also da habe ich gedacht so... Uff. Es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. Und dann so, ja, es passiert wieder was. Also das war bei der Geschichte schon echt ziemlich fies, dass da halt wirklich solche Längen in dem Buch mit drin waren. Dann haben wir es natürlich hier wieder mit so, dass es natürlich vorrangig um Ambra und Tom geht. Dann ist es aber noch so, dass Ambra quasi eine Schwester hat. Und um diese Schwester geht es in diesem Buch auch noch. Also es ist ja bei Die Erbin und auch bei Ein einziges Geheimnis auch schon so gewesen, dass quasi immer zwei Geschichten parallel gelaufen sind. Und so ist es natürlich hier bei diesem Buch auch. Mal abgesehen von den Längen hat mir die Handlung ansonsten sehr, sehr gut gefallen. Ich muss sagen, dass das Ende wirklich sehr überzogen war und sehr, sehr kitschig. Und ich dachte mir nur so, ja, natürlich, absolut, natürlich, das kann so tatsächlich passieren. Ja. Nein, also es war wirklich ein sehr, 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 sehr kitschiges Ende und der Epilog war auch ultra kitschig. Und also, aber es war ja der letzte Teil dieser Reihe und daher war es für mich okay. Und es ist eine Liebesgeschichte und mein Gott, da darf es auch mal kitschig und überzogen und schmalzig sein. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten zu den Charakteren kann ich sagen, dass ich während der Geschichte komplett bei Ambra war. Ich mochte sie als Protagonistin total. Ich habe ja dieses Buch mit Sina zusammen gelesen. Und da gab es eine Stelle, wo die beiden Schwestern quasi sich gestritten haben und ich war komplett bei Ambra und Sina war komplett bei der Schwester. Und das war total witzig, weil Sina meinte, ey, ich kann die so gut verstehen. Und ich sage, nee, ich kann sie voll gut verstehen. Und das war schon sehr, sehr witzig, wie da so die Meinungen auseinandergehen können. Und ja, also wie gesagt, von den Charakteren hat mir das Buch auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Ambra total. Ich fand Tom auf seine ganze Art und Weise auch wirklich... sehr, sehr toll. Es gab zwei, drei Stellen in dem Buch, wo ich Tom absolut nicht verstanden habe, wo ich gedacht habe, boah Junge, was soll der Scheiß? Was tust du bitte gerade? Das geht absolut gar nicht. Und ja, da war er mir mal kurz streckenweise ein bisschen unsympathisch. Aber ansonsten fand ich Tom als Charakter in diesem Buch doch wirklich sehr, sehr gut. Auch die Nebencharaktere haben mir an und für sich sehr gut gefallen. Was die Schwester von Ambra betrifft, hatte ich auch mit ihr so streckenweise meine Probleme. Und ich glaube, Sina ging es da genau andersrum. Die hatte mit Ambra so streckenweise ihre Probleme. Und das fand ich sehr, sehr witzig, wenn ich mit Sina fertig gelesen habe. Wir haben uns so darüber ausgetauscht, wie wir dann immer diskutiert haben, war wirklich sehr, sehr lustig im Nachgang. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch mit Sina wieder zu lesen. Hallo Sina! Ja,
Ansonsten, das kann ich euch noch erzählen, vom Schreibstil her ist es wieder wie bei der Erbin und auch bei Ein einziges Geheimnis. Simone Amstutz hat schon einen sehr ausladenden Schreibstil, aber ich finde, es hält sich noch im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Cassandra Clare oder so, also so schlimm ist es jetzt noch nicht, aber sie schreibt halt alles sehr ausführlich und sie umschreibt halt auch die Szenen sehr, sehr ausführlich, was natürlich wieder gut ist fürs Kopfkino, aber es ist halt, ne, 700 Seiten. Ja, ja, egal, was soll's. Ansonsten mochte ich die Elemente, die in diesem Buch noch mit drin vorgekommen sind. Ich mochte, was die Autorin sich hat alles einfallen lassen, was die Protagonisten da so erlebt haben und was die halt auch so zusammen gemacht haben. Fand ich sehr, sehr toll. Und da dachte ich mir an der einen Stelle, dachte ich mir so, das möchte ich auch mal machen. Oh, das ist so schön, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie gesagt, was die Autorin sich da hat alles einfallen lassen. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Schweden, wie gesagt, im nördlicheren Teil von Schweden in Kiruna. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Stadt ausspricht. Ihr wisst, ne? Ich und meine Aussprache. Naja, auf jeden Fall hat mir das vom Setting her sehr, sehr gut gefallen, denn wir befinden uns hier quasi in einer kompletten Winterlandschaft. Also es ist alles voller Schnee und Eis und ich fand es ganz, ganz toll, dass die Geschichte in so einem Setting gespielt hat und ja, habe ich sehr, sehr gemocht. Also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass Alles oder Nichts wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte war, die so quasi beim Lesen ihre Längen hatte. Aber das ist rückblickend betrachtet jetzt nicht so dramatisch wie bei anderen Büchern. Ich mochte den dritten Teil auch wieder total gerne, aber mein Favorit bleibt und ist Die Erbin, der erste Teil. Und ja, ich muss sagen, dass ich das Cover auch wieder wunderschön finde. Also ich mag die ja alle total von der ganzen Reihe, die Cover, aber das hier ist echt wieder ein Träumchen. Mehr kann ich zu diesem Buch im Prinzip auch gar nicht sagen. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Buch. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist dieses hier, Young Elites, die Gemeinschaft der Deutsche von Marie-Lou. Ich habe mir dieses Buch von der lieben Niki ausgeliehen und ich leihe mir Bücher immer ohne Schutzumschlag aus, deswegen blende ich euch hier einfach das Cover nochmal mit ein. Das sieht schöner aus als dieses graue Buch. Und ich muss sagen, ich konnte nicht verstehen, dass dieses Buch so runtergemacht wurde hier auf BookTube. Das kam ja letztes Jahr, Anfang des Jahres, letztes Jahr kam das Buch heraus. Und jedes Video, was ich zu diesem Buch gesehen habe, hat gehagelt vor Kritik. Also im negativen Sinn. Und das konnte ich jetzt, nachdem ich die Geschichte gelesen habe, absolut nicht verstehen. Ganz, ganz viele haben gesagt, dass dieses Buch sich gezogen hat wie Sau, dass der Schreibstil langweilig war, dass in der Geschichte nicht viel passiert ist, dass die Protagonistin absolut unsympathisch ist. Und ich habe das Buch jetzt gelesen und ich habe mir gedacht, so what? Nein! Das Buch hat eine coole Protagonistin, die Story ist cool und ich fand auch den Schreibstil mega gut. Also ich konnte nicht verstehen beim Lesen, warum dieses Buch so vor schlechter Kritik gehagelt hat. Also ich persönlich für meinen Teil finde, es ist ein typisches Jugendbuch mit einer typischen Fantasy-Geschichte und ja, wie gesagt, ich konnte diese ganze Kritik da teilweise echt nicht verstehen, die da so negativ rübergekommen ist. Ich erzähle euch aber auch nochmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Adelina und Adelina ist gezeichnet, also sie ist eine Malfetto, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau ausspricht. Auf jeden Fall sind das Menschen, die vom Blutfieber quasi befallen wurden und dieses Blutfieber überlebt haben. Die Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganz komische Haarfarben haben, ganz komische Augenfarben haben, Male im Gesicht oder Narben oder auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise verunstaltet sind. Und wie gesagt, die meisten tragen irgendwelche äußerlichen Merkmale, dass man sie von normalen Menschen gleich unterscheiden kann. Adelina ist da keine Ausnahme, sie hat silbernes Haar und dieses Haar verändert sich je nach Lichteinfall, also das Grau schimmert dann immer unterschiedlich Farben, was ich eigentlich persönlich sehr, sehr cool finde. Und Adelina hat noch ein weiteres Merkmal, worauf ich jetzt hier aber nicht weiter eingehen möchte. Das solltet ihr dann schon selber herausfinden. Und es ist so, dass bestimmte Malfettos nicht einfach nur äußerlich diese Merkmale haben, sondern auch noch übersinnliche Fähigkeiten entwickelt haben. Es ist jetzt so, dass in der Welt, in der Adelina lebt, diese Malfettos teilweise wirklich sehr, sehr geächtet werden. Also sie werden wirklich ganz schrecklich behandelt. Dann ist es in der Welt von Adelina so, dass sich eine bestimmte Gruppierung gebildet hat, die gegen die Inquisition des Königs vorgehen. Und zwar ist das die Elite, also die Gemeinschaft der Dolche. Und diese Gemeinschaft besteht aus, wie gesagt, diesen Malfettos, also diesen Gezeichneten mit übersinnlichen Fähigkeiten. Und eines Tages ist es so, dass Adelina vor ihrem Vater versucht wegzulaufen und zu fliehen. Und dann passiert etwas und Adelina wird gefangen genommen und soll verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen. Wieso, weshalb, warum, darauf möchte ich jetzt hier nicht näher eingehen. Das müsstet ihr dann auch schon selber lesen, weil sonst verrate ich euch wirklich viel zu viel. Und Adelina wird befreit von der Gemeinschaft der Dolche. Denn in der Nacht ihre Gefangennahme ist etwas mit ihr passiert. Und was die Gemeinschaft der Dolche jetzt von ihr will und
und wie das Adelinas weiteres Leben beeinflusst. Das ist es, worum es in diesem ersten Teil quasi geht. Ich muss sagen, ich fand die Handlung wirklich sehr, sehr gut. Gerade das Ende hat für mich echt nochmal alles rausgerissen. Ich fand das Ende wirklich genial. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und mir hat es halt gerade gefallen, dass das Ende nicht so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Kitschi, Kitschi Ende war, sondern schon in eine andere Richtung ging. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es im zweiten Teil dann weitergeht und ich hoffe, dass der Verlag den zweiten Teil dann auch noch rausbringen wird. Er heißt im Englischen The Rose Society und wer den ersten Teil gelesen hat, wird wissen, was es mit diesem Namen auf sich hat. Und ja, von der Handlung her, wie gesagt, kann ich mich nicht beklagen. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr spannend. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe das Buch innerhalb von 2 Tagen gelesen und wie gesagt, ich hatte damit absolut keine Probleme. Ich bin nirgendwo hängen geblieben. Ich hatte keine Längen in der Geschichte. Es gab für mich keine Stelle, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt so langweilig. Das zieht sich wie Sau, so ein Kapitel. Gar nicht. Ich kann da die ganze negative Kritik echt nicht verstehen, was das betrifft. Deswegen, mir hat es gefallen. Zu den Charakteren muss ich sagen, dass Adelina so die typische Anti-Heldin ist. Also sie ist jetzt keine Protagonistin, die immer rechtschaffen ist und die immer nur das Gute für die Menschen möchte. Nein, so ist Adelina nicht. Aber auch gerade das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Denn Adelina möchte in erster Linie natürlich erstmal für sich und ihr Wohlergehen sorgen und gucken, dass sie irgendwie in dieser Welt überleben kann. Was die Nebencharaktere betrifft, fand ich sie auch ganz, ganz toll. Ich konnte die Schwester von Adelina zum Ende hin wirklich sehr, sehr gut verstehen. Es war am Anfang, war sie mir so ein bisschen so, aber zum Ende hin hat sich das immer mehr aufgeklärt. Und natürlich wurden die Hintergründe der Charaktere auch nochmal ausgeleuchtet und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch eine Rolle mitspielen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch gerade das Ende, wie gesagt, mit diesen ganzen Twists nochmal in der Geschichte, die ich so persönlich auch nicht habe kommen sehen, fand ich sehr, sehr gut. Und ja, ich bin gespannt, wie gesagt, auch was die Charaktere betrifft, wie sich das Ganze entwickelt und wie es dann weitergeht. Kommen wir als nächstes mal zum Setting. Wir befinden uns hier in einer High-Fantasy-Welt. Das ganze Spiel, ich kann es euch ja vorne mal zeigen. Das ist die Welt, in der das Ganze spielt und hier ist quasi Kenetra oder wie das auch immer heißt, wo Adelina lebt. Das ist hier nochmal als Ausschnitt. Dann gibt es hier oben noch die Himmellande und hier unten sind die Seelande und dann gibt es hier noch die Sonnenlande. Also das ist quasi die Welt von Adelina und ja, ich fand den Aufbau dieser High-Fantasy-Welt wirklich sehr, sehr cool. Ich hatte damit keine Probleme mit dem Worldbuilding. Ich konnte mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir die Umgebungen gut vorstellen, die Häuser, die Städte, die Kleidung, die die Leute getragen haben. War für mich alles sehr, sehr greifbar und ja, hat in meinem Kopf sehr, sehr gut Gestalt angenommen. Also jetzt nicht wie bei anderen Büchern. Also vom Setting her kann ich mich auch nicht beklagen und vom Worldbuilding hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir als letztes mal noch zum Schreibstil und auch den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier einen Jugendbuchschreibstil, der in seinem ganzen Aufbau ein bisschen anders ist als diese typischen einfachen platten Jugendbuchschreibstile. Ich finde, Marilou hat eine ganz eigene Art gehabt, diese Geschichte zu erzählen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich kam mit dem Schreibstil super zurecht. Ich fand ihn ganz, ganz toll und ich freue mich jetzt umso mehr, dass ich noch Legend von Marilou habe, dass ich dann auch demnächst irgendwann mal mitlesen werde. Ja, da freue ich mich jetzt aber umso mehr drauf, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und ja, ich mochte das Buch rundum und ich kann mich da nicht beklagen. Ich kann diese teilweise schlimme negative Kritik zu diesem Buch nicht verstehen. Und ja, freue mich auf den zweiten Teil und hoffe, dass er übersetzt. Das waren 2 meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wenn einer von euch die Bücher auch gelesen hat, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.